Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder zum Thema Pool. Im Hintergrund mäht mein Nachbar mal wieder sein Rasen. Aber das kennen wir schon aus anderen Videos. Ich habe mir was Neues gegönnt und zwar einen Intex Poolstaubsauger, also einen Handstaubsauger. Weil ich bisher nur diesen Intex Roboter habe, also diesen Saugroboter. Mit dem bin ich eigentlich immer noch ganz zufrieden. Allerdings stört mich da ein bisschen das mit dem Schlauch. Da müssen wir vielleicht nochmal dran gehen. Und jetzt für die einfache Sache, oder für die Reste am Boden, die man so mit dem Saugroboter nicht wegkriegt, gibt es hier den Akku-Handstaubsauger. Und dann gibt es in zwei Versionen. Ich habe mir den mal jetzt in der Version mit dem kurzen Arm oder kurzen Stück hier bestellt. Jetzt packen wir das Ding aus und dann werden wir es testen. So, dann machen wir es mal auf. Ich habe euch das gute Stück natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. So, da haben wir eine Stange dabei. Ausziehbar. Da müsst ihr ein bisschen gucken, also wenn ihr tiefer, großer Pool habt, dann reicht ihr nicht unbedingt anscheinend. Hier befindet sich der eigentliche Sauger drin und die Anleitung. Und hier ist das Zubehör. Genau, da sind zwei Bürste dabei, zwei Bodenbürste, eine gerade. Und hier ist noch der Adapter, der Filter und ein Ladekabel. Ein Ladegerät ist nicht dabei, das habe ich gelesen. Schon ein ganz normaler Filtersauger. Da kann man hier vorne aufdrehen, da ist der eigentliche Filter dann drin. Kann man hier rausnehmen. So, und jetzt kann man diesen Filtersauger da drüber ziehen. Als Feinfilter. Den Rest einfach innen reinstecken, es darf da nichts überstehen. Und jetzt, wenn man noch bessere Filterung möchte, macht man hier rein nochmal einen Filtersauger. Ich probiere es jetzt aber erstmal Standard. Das Ganze sieht dann so innen aus. Und dann da wieder rein. Also kinderleichter Zusammenbau. Hier vorne ist es durchsichtig, dann sieht man ein bisschen was. So wird er zusammengesteckt, dann einfach hier diese Bodendüse drauf. Und wenn man die Originalstange verwendet, passt es einfach so. So, genau. Gucke, wie die Stange ausziehbar ist. Also sind 3 Meter, das Pavillon ist 3,5 Meter. Das sollte in den meisten Fällen reichen. Für die Aufstellpools auf jeden Fall. Genau, hier ist der Ein-Ausschalter. Der Sauger geht jetzt nicht an, weil der hat einen Unterwasserschalter und der geht erst an, wenn er im Wasser ist. Hinten haben wir den Ladeanschluss mit einer Gummidichtung und hier das passende Ladekabel dazu. So, zum Laden, wie gesagt, ein Ladegerät ist nicht dabei, ich nehme jetzt meins vom Handy. Das Kabel ist dabei, da ist auch so ein Stecker dran. Hinten ist die Ladebuchse mit einem Gummi, der ist jetzt auch trocken. Und dann stecke ich mal den Stecker rein, gucken wir mal, was passiert. So, gut, hier ist eine Anzeige, eine rote LED. 8 bis 10 Stunden sind angegeben. Warte mal ab. So, jetzt muss ich erstmal die Kamera unten wieder aufstellen. Ich habe jetzt extra ein paar Tage gewartet, dass da richtig Dreck unten drin ist. So, jetzt schalte ich ihn an. Schalte auf 1. Und jetzt ins Wasser. Jetzt läuft er sogar. Geht automatisch an. Dann probieren wir es mal. Wow. Ich glaube, der Dreck ist jetzt relativ fest am Boden. Ich tue ein bisschen drücken. Aber, also saugen tut das auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Bei mir ist jetzt der Dreck halt fest. Der liegt jetzt schon ein paar Tage. Also, den hört man jetzt gar nicht. Man spürt nur ganz leichte Vibration hier. Ja, also, das läuft super ruhig. Mal gleich schauen, was man drin hat. Ich tue jetzt hier mal ein bisschen saugen. Akkulaufzeit soll so bei 60 Minuten liegen, ungefähr. Was wichtig ist, wenn ihr mit so einem Sauger saugt, dass ihr euch langsam bewegt. So, ich habe jetzt ein paar Minuten gesaugt, es war gerade 5 Minuten oder so.
Saugleistung fand ich jetzt so übermäßig bombastisch. Deswegen schauen wir gerade mal, was drin ist. Also hier sieht man schon ein bisschen Dreck. Und hier im Feinfeld, oh ja. Okay. Also im Normalfall würde ich natürlich den normalen Poolreiniger erstmal durchlaufen lassen. Aber hier, das ist das, was noch außen hängt. So sieht es im Filtersieb aus. Und das hier, was er jetzt rausgeholt hat aus dem Boden. Also das ist sehr gut, muss man echt sagen. Sehr gute Saugleistung. Ja, die Akkuladezeit ist so 8 bis 10 Stunden und die Saugzeit dann ungefähr eine Stunde. Aber wie gesagt, das ist echt mega gut. Das war jetzt 5 Minuten. Ich muss jetzt die normale Poolsaugerrunde reinmachen. Also zum nur mit dem Sauger wahrscheinlich nicht so, weil der setzt sich ziemlich schnell zu. Aber es ist das ganze feine Zeug hier, der ganze feine Staub. Den kennt ihr, der am Boden ist, den man so mit dem Poolsauger nicht rauskriegt. Der hängt hier drin. Also wenn man hier nochmal eine zweite Filtersauger reinmacht, dann sieht es natürlich von der Filterleistung noch mal besser aus. Und ja, ich denke, damit kann man ganz zufrieden sein. Das Ding kostet so knappe 90 Euro. So viel zum Thema Intex Pool Handstaubsauger. Kurzer Praxistest. Vielleicht gibt es nochmal irgendwann ein Review, wenn ich den ein bisschen länger habe. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Wollte ich euch noch zeigen. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Drückt auf den Like-Button. Und wenn es Fragen gibt, einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.